Entdecke, wer dich stärkt. Unter diesem Leitwort steht der diesjährige Diaspora-Sonntag. Eine Entdeckung habe ich hier in Berlin-Neukölln schon gemacht. Soziales Catering, so nennt die katholische Kirchengemeinde St. Christophorus ihre Antwort auf steigende Mieten, teure Lebensmittel und hohe Energiepreise. Das sind nur drei der Gründe, warum Menschen, denen das Geld für eine warme Mahlzeit fehlt, hier zum sozialen Catering gehen. Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken unterstützt das Angebot Essen ist fertig, beispielhaft im Rahmen seiner Diaspora-Aktion. Ich habe das damals dann, als Corona halt war, habe ich gesagt, naja, die Leute, die haben alle so wenig und haben eigentlich auch nichts zu essen groß, weil es gab ja nichts. Und die Obdachlosen konnten halt auch keine Flaschen sammeln, nicht nur Obdachlose, auch die anderen Menschen. Die Menschen, die zu uns kommen, den Gästen, meistens sind sehr einsam, fühlen sich einsam, sehr traurig. Und wenn ich hier stehen bleibe und die Menschen kommen vorne und fragen nach etwas, und dann, es braucht so immer ein Lächeln. Wenn du mit Menschen, die unsere Gassen mit einem Lächeln etwas die Frage beantwortest, dann die Leute fühlen sich wohl und sind immer bedanken, sich bedanken bei uns. Und so möchte ich auch so weitermachen mit den Menschen zusammenarbeiten. Ja. Dieses Angebot stärkt die Menschen hier in Not. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr Gastgeber sein dürfen für die Eröffnung der Diaspora-Aktion am 5. November um 10 Uhr. Nein, nicht hier in Neukölln, sondern in unserer St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte und im Livestream auf domradio.de. Entdecke, wer dich stärkt. Wir brauchen nicht nur die leibliche Stärkung, sondern vor allem Gott, der uns das Leben geschenkt hat und uns auf unserem Lebensweg begleitet. Und der bei uns bleibt, auch im Tod und darüber hinaus. Diesen guten Gott, der uns Menschen stärkt, ihn zu entdecken, auch an Orten, an denen nur wenige Christinnen und Christen leben. Diese Aufgabe stellt sich das Bonifatiuswerk. Stellen wir Christen uns nicht nur am Diaspora-Sonntag. Entdecke, wer dich stärkt. Beim sozialen Catering in Neukölln, hier stärkt nicht nur das wirklich sehr leckere und liebevoll gekochte Essen. Hier ist jede und jeder willkommener Gast. Denn auch die Tischgemeinschaft, ein offenes Ohr oder ein gutes Wort sind Stärkung. Es begeistert mich zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit die Gemeinderäume offen und allen zur Verfügung stehen. Entdecke, wer dich stärkt. Wir können vor allem auch einander stärken und miteinander uns von Gott stärken lassen. Das bedeutet für mich die diesjährige Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes. Das steht auch hinter jeder Kollekte in einem jeden Gottesdienst, den wir feiern. Jede und jeder trägt das zum Altar, was er und sie hat und was er und sie geben kann. Vor diesem Hintergrund bitte ich auch Sie um Ihre Spende, Ihre Stärkung des Bonifatiuswerkes am 19. November, dem Diaspora-Sonntag. Vergelt's Ihnen Gott.